Metallleute, was geht? Wir schauen die Drachenlord Vorfreude auf Salat, bereit auf Wind Teil 2. Und heute auch wieder dabei ist der Rübenfuchs. Hallo. Mädel und heute mal wieder außerhalb des Fuchsbaus. Yay! Schönen guten Tag alle miteinander. Du traust dich ganz schön oft aus dem Fuchsbau raus, ne? Also muss ich schon mal Diese sagen. Woche bin ich richtig oft einfach außerhalb des Fuchsbaus unterwegs. Das ist ganz wild. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber Ja. ich bin immer sehr gerne Gast bei dir. Danke, danke, danke. Freut mich auch, dass du da bist. Was soll ich sagen? Natürlich erstmal, die Werbung darf nicht fehlen. In der Videobeschreibung natürlich verlinkt der Rübenfuchs. Und natürlich auch der Zusammenschnitt. Ich muss euch sagen, wirklich, der erste Part, ich habe Tränen gelacht. Ja, du hast ja auch viel gelacht, ne? Aber wirklich, ich war so, ich konnte nicht mehr. Ich konnte, mir hat alles wehgetan, wirklich. Ich habe das ja dann geschnitten und ich habe beim Schneiden musste ich auch wieder die ganze Zeit lachen. Es Das war war wirklich, wirklich gut. es war unglaublich. Dann habe ich das hochgeladen und ich gucke manchmal meine Videos nochmal so ein bisschen durch, halt ob irgendwo Schnittfehler sind oder so und ob alles okay ist so. Und ich habe mir, also ohne selbstverliebt zu sein, ich habe mir diese ganze Stelle nochmal gegeben, einfach weil es so lustig war, wie wir da nicht klarkamen. Das war so schön, wirklich, Das also. war ja auch wirklich utopisch, ne? Also allein diese Trailer-Situation da, Ja. ich kann einfach nicht. Ich kann mir das auch nicht geben. Ich muss da jedes Mal lachen, ey. Ja, es war wirklich wunderschön. Okay, dann kommen natürlich die Mitglieder, die ich nie vergesse, nämlich die Bianca Bibi, der Dodo Level 10, vielen lieben Dank, Carsten, der Oger, die Anrü und der Sebastian. Vielen lieben Dank für euren ehrenhaften Support. So, bevor ich jetzt noch länger quatsche, wollte ich sagen, wir gehen das mal rein, oder? Ja, ich fange mal an. Let's Los go. geht's. Ganz kurz, genau. Warte gar nicht, will ich mal los. Also, so um 13:30 ist es soweit. Ab zum Saturn und dann habe ich das Spiel. Übrigens habe ich für Eich die Tage eine Überraschung. Man kann es nicht. Alter. Man kann es Endlich. was nicht. Ach so, endlich. Endlich. Es ist Oh, endlich. Leute. Man Eieieiei. kennt es. Endlich mit L vorne. Ja. Ah Es ja, ist nur Gott. ein kleines bisschen falsch. Kann es nicht endlich 13:30 sein? Da ist Ach, er Leute. aufgeregt. Nee. Und man sieht ja, er wird immer aufgeregter, wenn die Rechtschreibfehler wilder Ja, werden. genau. Ah, So, Gott. schön. Ja, Mann, man kann es. Ja, Mann mit Doppel-N. Naja, das kann man ihm ja noch Ja, verzeihen. das, ganz ehrlich, da kann ich drüber wegschauen, okay? Ja, das ist Ja, das natürlich auch stimmt. klar, aber endlich, das schockiert mich schon wieder. Das schockiert mich wirklich schon wieder. Ich mach So, mal Pause, damit du genau. lesen kannst. So, gerade mal im Laden angerufen. Jetzt hat es geheißen, dass meine Bestellung erst am Saar oder Mond kommt. Ich könnte kotzen. Ach Mann, selbst Saturn ist ein Hater. Ja, alles Hater. Wirklich, die haben gesehen, oh, Herr Winkler hat bestellt. Salat breit auf den Wind? Nee, das können wir nicht rausgeben. Ah, schön. Als wäre der Tag nicht schon mies genug. Wann kommt der? Ich hatte 1,43 zu wenig für Salat. Metal, Leute. Das gut ist, Ich das gut, hatte ey. leider nicht genug. Schön, 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 ja. Oh. Aber auch berechtigte Frage, muss man an dieser Stelle sagen, ne? Ja, könnte eins zu eins von der heutigen Staffel kommen. Dann musste er da schon um Essensgutscheine betteln. Oh, Naja. ey, wirklich, es ist so utopisch, wie er jetzt mittlerweile an diesem Hauptbahnhof da rumsitzt und um Geld bettelt. Ja, ohne Schuhe. Ich wirklich, das ist so wild. Wirklich schönere Beinaufnahmen kriegt man auch nie wieder, glaube ich. Also Ja, aber da jetzt müssen oder das selbst nie. die Fußfetischisten sagen, bis hierhin und nicht weiter, oder? Das Das kann mir ist doch keiner erzählen, dass das irgendjemand erotisch findet da. erotisch. Oh, ich glaube, wir werden viel lesen heute. Ja, das ist nicht schlimm. Keine Ahnung. Sag du es mir. Ich habe sogar einen neuen Elgato und das Spiel und ich habe noch 10 Euro mehr auf der Seite. Also das ist auch echt geil, mit 10 Euro mehr auf der Seite zu flexen. Ja, der hat's, der hat's, Der hat's, ja. ja. Man muss es auch einfach zeigen, wenn man es hat, ne? Oh Mit der Gott. neuen Elgato. Oh Mann, Oh. ey. Der Lord der Drachen lässt sich ja bekanntlich nicht mehr von Heidern trollen, zum Glück. Wo kämen wir hin, sollte er darauf eingehen? Genau, ich habe zu wenig Geld, um mir die. Ja,
Es ist so Oh unangenehm. nein, es ist wirklich unangenehm. Das Wie ist viel so hatten wir da? unangenehm. 40 Euro oder was ist Ich das? weiß nicht, mach mal weiter, was flext er da? Neue, um das neue Nintendo zu kaufen. Really, Nigga? Sind das Ah, 200? 70. 70, glaube ich. Ein 50er und 20er, glaube Das ich. sah fast aus wie 200er, der eine, der gelbe, Oh, oder? Also das kann selbst auch wenn, sein. das ist schon hart, also wow, Rainer, Ich krass. bin ein armer Krankenpfleger. Ich weiß doch nicht, wie ein 200-Euro-Schein aussieht. Also, das ist ja. Ich hab noch nie Geld über 10 Euro gesehen. Richtig. Oh Mann. Aber mal ganz ehrlich, erst so zu tun, so, oh, ich hab noch 10 Euro auf Seite, gar kein Problem. Und dann wirklich überleg dir mal, du bist so getroffen von diesen Kommentaren, dass du einfach ein Video aufnimmst, wo du mit deinem Geld rumwedelst und sagst, Leute, ich hab genug Geld mit den neuen Nintendo zu kaufen. Ne? Das Ja, ist. es ist einfach traurig, ne? Es Also, ist wirklich das. eigentlich, wir lachen drüber, aber eigentlich ist es schon sehr Es ist traurig. schon Dieses sehr traurig, kindliche ja. Verhalten ist wild. Alter, ich bin sowieso schon angepisst genug, dass ich jetzt bis morgen oder sogar bis Montag warten muss. Also tu mir den Gefallen und fick dich von wegen 1,50 zu wenig. Ich hab schon seit Monaten das Geld im Geldbeutel. You suck! Alter, ohne Scheiß, wenn du mir heute querkommst, Alter, dreh dir so fest in die Eier, dass du in 300 Jahren noch keine Kinder zeugen kannst. Oh, Stimmung neutral, würde ich sagen. Der ist ja richtig Ja. sauer. Ist so, Stimmung neutral, Pazifistenlord ist wieder da. Nicht genug. Man versucht mit allen Mitteln Ruina zu sabotieren. Schönen guten Tag, Winkler mein Name. Ich hatte bei Ihnen eine Vorbestellung aufgegeben. Und zwar für ein Spiel für die Wii U. Das neue Zelda. Und wie bitte? Ach du meine Güte. Eine Artikelnummer. Die hätte ich jetzt nicht parat. Genau, und das Spiel heißt Zelda Call of the Wild. Okay, Es alles heißt klar. Breit auf der Wind. Was ist da los? Hallo? Ah, Call of the Wild, ey, ja, ist da. Ich vermute mal nicht. Würden Sie mir mal bitte sagen, wie das geschrieben wird? Also Zelda, S. Z E L D A Ja. und dann der Spieluntertitel mit C A Doppel L. Warte mal. Oh, da zeigt er mir jetzt schon keine Ergebnisse mehr an. Ich schaue jetzt gerade mal nur mit dem Zelda. Und, Sie hatten das bei uns in der Abteilung bestellt, ja? Genau, für den 3.3. Ja. Und was haben Sie da jetzt für ein Anliegen? Es geht darum, ich habe mich finanziell ein bisschen verschätzt und ich würde die Vorbestellung gerne stornieren. Okay. Eine Artikel, eine Bestellnummer haben Sie da aber auch nicht erhalten, ja? Oder? Nö. Also selbst wenn Rainer da wirklich am Telefon wäre, ich bezweifle, dass er auch sowas wie eine Artikel- oder Bestellnummer hätte. Also das kriegt er doch niemals. auch nicht geschissen. Auch das kriegt ja Niemals. niemand auf die Kette. Niemals, niemals. Bei dem landen doch solche Unterlagen, keine Ahnung, der guckt da gar nicht richtig drauf, der schmeißt das irgendwo bei sich ins Zimmer, findet das nicht mehr und gut ist. Ja, hatte Also. der, ich weiß gar nicht, hatte der in der Schanze so einen Papierhaufen, so einen Ablage-A-Haufen oder so? Das könnte ich mir vorstellen, irgendwo in einem Das Zimmer, dass kann einfach vielleicht alles sein, war. ja. Das kann vielleicht sein. Er hat ja auch ein, zweimal die Woche Büro gemacht, das darfst du nicht vergessen, Ach, stimmt, ja. ja, ich erinnere mich, ja, stimmt, aber Ja, Bürotage, ja. ja, ich hatte nur meinen Das Namen wurde noch angegeben, so. ja. Sie sind der Herr Winkler. Genau. Wie ist denn Ihr Vorname, bitte? Rainer mit AI. Ganz wichtig, Ja, ganz ich habe wichtig. gehofft, er sagt es. Hallo, ganz wichtig. Ey, aber wirklich. Also, man kann ja davon halten, was man will, dass da jetzt jemand anruft und das für ihn storniert, ne? Das kann man ja halten, was man will von. Aber überlegt mal, Also den hätte er wirklich machen sollen, ey. es gibt wirklich Leute, die rufen da an, geben sich als Rainer auf und nehmen dieses Telefonat auf. Diese Vorstellung finde ich einfach so geil, wirklich. Ei, ei, ei. Ah, schön. Ich versuche die Kollegen
zu erreichen in der Fachabteilung. Kleinen Moment bitte. Na klar. Ja, wie klar. Vielen Dank, dass Sie einen Moment gewartet haben. Ah, sind Sie ja wieder. Problem hat er nachgeschaut und hat das storniert für Sie. Geht in Ordnung. Okay, das ist super. Da danke ich Ihnen. Ein kleiner Hinweis, Ihre Warteschleifmelodie, die ist ja furchtbar laut. Also mir ist ja fast das Trommelfell gerade rausgeflogen. Oh, ja, ne, das höre ich leider nicht. Ja, ne? Alles klar, vielen Dank für den Hinweis. Okay, dann auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Dankeschön. Tschüss. Aber jetzt muss ich mal fragen, ist das so einfach, so Sachen einfach zu stornieren? Also brauchst du da nicht mal eine Nummer oder so? Brauchst du da nur den Vor- und Zunamen und fertig? Na, sie hatte ja gefragt nach Nummern, aber scheinbar ist es wohl so einfach. Wenn du sagst, habe ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, darf ich nicht, dann scheint das wohl so einfach zu gehen. Also ich wundere mich auch. Ja, ja, also das, also ich kenne das, dass man vielleicht nicht immer diesen Artikelnummer-Dingsbums braucht, aber da muss man doch wenigstens so, weiß ich nicht, elementare Fragen beantworten wie, keine Ahnung, Wohnort. Ja gut, okay, das hätte man auch gewusst, aber. Geburtsdatum. Ja, oder Geburtsdatum oder irgendwie sowas. Aber krass, dass da einfach nur nach einem Vor- und Zunahme gefragt wird, ja, Herr Winkler, ja, studier mal, let's go. Okay. Ja, ist schon wild. Ja. So, Rainer, das war's dann mit dir, ja? Nochmal sicher gehen, ob alles klar ist. In Ihrem Saturn Nürnberg, wir sind gleich für Sie da. Am Saturn Nürnberg, ich spreche mit Dennis, kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag, Rudolf Reschekowski, mein Name. Ich habe nur eine kurze Frage, und zwar geht es um das neue Zelda Breath of the Wild, was heute bei Ihnen im Laden steht. Ich würde nur fragen, haben Sie denn noch Bestände oder ist das jetzt schon ausverkauft? Ich muss schauen, kleinen Moment. Nee, Zelda ist schon ausverkauft. Oh, wann bekommen Sie denn neue Ware rein? Uiuiui. Wann kann man denn so ungefähr damit rechnen? Nur Pi mal Daumen. 2 Wochen ungefähr. Okay, alles klar. Wunderschön, oder? Wunderschön. Ja. Und Zelda ist für Rainer ja wirklich, also ist ja wirklich was Wichtiges. Ja, ist so, ne? Es. Stell dir mal vor. Du stornierst das Zeug für ihn und gehst dann extra nochmal auf Nummer sicher, dass auch alle ausverkauft sind. Zur Not gehst du noch selbst hin und kaufst die Restbestände weg oder so. Was, sie haben noch 5, die würde ich dann mitnehmen, bitte. Ah, geil. Ja, alles klar. Ich danke für die Auskunft. Einen schönen Tag noch. Okay. Tschüss. Dankeschön, genau. Das ist ja großartig. Leute, Liebe. Irgendeinen Depp hat er dann doch wieder gefunden. Ah, schon schade, da gibt man sich so viel Mühe und dann kriegt er doch noch ein Exemplar. Das ist wirklich sehr schade. Wo hat er das denn da noch hergekriegt? Das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Naja. Vielleicht hat sie ihm irgendein verwirrter Drachi gekauft oder so. Oh, ich will gar nicht drüber nachdenken, ehrlich. Aber ich muss mal sagen, guck dir diesen Tisch an. Der Abend ist gerettet. Da liegt Salat. Da, also ja. Wirklich, und alles, was man braucht. Energy. Was ist das? Ist das Macaroni-Auflauf oder was? Ja, so Macaroni-Würfelzucker. Würfelzucker, ganz richtig. Ganz richtig, ja, ja, ja. Zigaretten hat er da. Mhm. Oh, nur gesunde, leckere Sachen. Ja, ja, so nebenbei schön zum Snacken. Was man halt so macht. Mhm. Ah. Da habe ich noch gar nicht hingeguckt. Oh, mein Gott. Kabelführung wild. Kabelführung sehr wild, ja, ja, ja. Aber das hat bestimmt ein System. Also, davon gehe ich ganz stark aus. Bei Rainer hat ja alles System. Ja, ja, aber jetzt muss ich fragen, ist das ein Teppich oder sind das Flecken da unten? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wollte ich dich auch gerade fragen. Das ist wirklich schwierig zu beurteilen. Also wenn es ein Teppich ist. Es könnte auch ein sehr fleckiger Teppich sein. Oder, ja, oder es ist eine Kombi aus beidem. Nee, aber das ist doch hier Holzfußboden, oder? Und der ist einfach nur unglaublich dreckig. Ah ja, der hat doch keine Teppiche da drin gehabt, oder? Nee, das ist einfach nur ein richtig siffiger Boden. Also siffig ist ja noch, das ist wild. Ja, ja. Da wachsen neue Kulturen. Ja, wie kann man so leben? Ja gut, jetzt hat er das Problem ja nicht mehr, aber ey, oi, oi, oi. Utopisch.
Schanze. Assis Nummer 2, morgen Megger um Video. Okay, das musst du mir übersetzen. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen will. Ich überlege, Nummer 2, morgen. Mach mal ein Video vielleicht oder so? Aber. Das könnte sein. Assis Nummer 2, morgen Megger um Video. Megger. Mehr im Video. Ach so, das kann auch sein. Morgen mehr im Video wahrscheinlich. Ja, ja, guck mal auf die Tastatur. Stimmt, das kann ich hauen. Er hat statt dem H das G getippt und statt dem I das O. Ach, du bist ja Entschlüsselungskünstler, mein Gott. Ja, ja. Ey, da habe ich Patienten mit Schlaganfall, die besser schreiben können. Wirklich, das ist wild. Alter. Ey, wirklich, wie billig, wirklich. Mit der schlechtesten Bildqualität diesen Fernseher abzufotografieren und man erkennt nichts. Nichts erkennt man da. Nein, aber daran sieht man, wie aufgeregt er wirklich war, ne? Ja, ja. Das war damals schon sein ganzer Lebensinhalt, wirklich dieses Zelda. Dann stell dir mal vor, du lebst dein Leben vor dich hin und du hast nur dieses Spiel, oder generell nur Videospiele, die dich erfüllen, sag ich mal. Das ist wild. Ich glaube, das gibt es auch und da sitzt natürlich auch weitaus mehr drin. Aber bei Rainer, der ist ja da sowas von in dieser Spielerale gefangen. Ich meine, selbst als Obdachloser jetzt. Das ist eigentlich gar nicht mehr lustig, ehrlich gesagt. Aber ja, ist schon traurig. Man beachte auch den schönen Fernseher mit den Stickern am Rand. Ja. Ach, ja, so richtet sich ein Erwachsener seine Wohnung an. Ja, ganz genau, ganz genau. Metal Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachen. Ich habe jetzt das Spiel nochmal gestartet. Was meinst du, wie lange hat er bei dieser Aufnahme das T-Shirt schon an, wenn ich mir das so angucke? Das ist eine schwierige Frage, aber wahrscheinlich schon ja, Minimum ein, zwei Wöchlein bestimmt, sag ich mal so. Ja, das denke ich auch, ey, da sind Flecken drauf, ich will gar nicht wissen, wo die passen zum Boden. Ich meine, ich verstehe, wenn man zu Hause ist, man hat so seinen Schlabberlook und man muss ja nicht immer rausgeputzt und wie aus einem Eigepad aussehen, ist ja vollkommen okay. Aber speziell, wenn du ein YouTube-Star bist, ja, da muss ich wieder etwas lachen, und dich vor die Kamera stellst und ein Video aufnimmst, dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, zieh dir doch was Ordentliches an oder wenigstens was ohne Flecken. Ach, ja, ich meine, ordentlich ist ja genau, aber wenigstens was nicht übermäßig Flecken hat oder genau. Vielleicht nur Flecken untenrum, dass du die wenigstens oben ziehst oder irgendwas. Genau. Ah, einfach wilder Typ. Ja. Allein die Spielekonsole, wie fleckig und fettig und. Ja, ja, also auch einmal über Bildschirm, ein bisschen über die Konsole gewischt, gereicht. Aber, hat er wahrscheinlich mit seinen Butterstummen da einmal rüber gerödelt. Nochmal das Fett verteilt, so ungefähr, ja. Super. In einem Tempel gewesen. Und ich kann sagen, ich kann es einfach nicht aus der Hand legen. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass ich es nicht am Freitag kriege. Aber ich war am Freitag dann Nachmittag nochmal im Laden. Und da war es dann tatsächlich da, beziehungsweise ich habe dann angerufen. Es hatte mehrere Gründe, dass ich gesagt habe, ich bring's nicht raus. Also es hatte mehrere Gründe, dass ich gesagt habe, es kommt erst am Samstag oder am Montag. Zum einen habe ich erfahren, dass anscheinend einige Leute vom Saturn standen, ne? In Erlangen. Ich habe bewusst gesagt, dass ich in den Saturn das hole. Ich war nämlich überhaupt nicht im Saturn. Hat er wieder 4D-Schach gespielt? Hat er alle wieder an der Nase rumgeführt, der alte Held. Seine Spione losgeschickt und dann wieder alle ausgetrickst, na klar. Ja, das ist so ungefähr. Guckst du, da hast du die Heide aber ganz schön an der Nase herumgeführt. Respekt. Als ob. Leel. Und die andere Sache ist jetzt, es wird ein Let's Play davon geben. Ich habe auch ein kleines Video gedreht. Das sollte ursprünglich am Samstag kommen, kam es jetzt nicht. Das hat mit diesem kleinen Teil hier zu tun, mit der Elgato. Dazu muss ich aber noch sagen, ich mache dazu noch ein kleines Extra-Video mit einem Gewinnspiel. Ja. Aber ist dieses Ding so teuer? Also ich weiß, diese Capture-Cards kosten schon ein bisschen was, aber ich dachte, das ist so eine kleine, billigere. Aber Alter. Ja, bei ihm würde mich das nicht mal wundern, wenn die kaputt wäre oder sowas. Das kann gut sein. Als Pasta-Stück. Das kann gut sein. Ja, ho, mega Spoiler, mega Ankündigung.
Aber dazu werde ich im Let's Play nochmal was sagen, wenn es das Let's Play dann gibt oder wenn es dazu kommt. Sollte auch nächste Woche der Fall sein. Muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hinkriege. Montag sollte theoretisch der Grabber kommen. Ich bin auf der einen Seite ganz froh, dass jetzt der Grabber noch nicht gegangen ist. Ihr fragt mich jetzt, hä, du hast doch den Grabber. Nein, habe ich nicht. Und dazu kommt es, wie gesagt, noch in einem anderen Video. Das ist der Grabber HD60S. Und der geht bei mir nicht, weil ich keinen USB 3 habe. Dein neuer Rechner ist doch fertig. Okay. Welcher Rechner hat denn kein USB 3, hä? Das verstehe ich auch nicht. Hier steht es ja auch, dein neuer Rechner ist doch fertig. Wer macht denn das? Wer holt sich denn einen Rechner ohne USB 3? Also so ohne Laufwerk check ich in der heutigen Zeit, weil braucht man nicht mehr unbedingt. Aber USB 3 ist doch wirklich absoluter Standard, oder bin ich da falsch? Nee, ich glaube schon richtig also und wichtig. Also viele Geräte gehen ja nicht ohne USB 3. Ja, ja, selbst mein Rechner hat jetzt schon, warte mal, lass mich mal ganz kurz lügen. Selbst mein Rechner hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Selbst der hat drei USB 3 Anschlüsse, was ist das? Ja, also verstehe ich auch nicht. Also selbst mein alter Laptop, den jetzt meine Mulle nutzt, der hat USB 3 schon gehabt. Also das ist schon wild. Das ja, hat er wohl nicht für wichtig empfunden, der Lord. Nee, er hat sich wahrscheinlich einfach nicht informiert. Ja, wie so oft. Ohne USB 3? Na, das muss ja eine richtige Rakete sein. Und Schnittstellenkarte hast du auch noch nicht gehört? Es kommt auch noch die andere Elgato Game Capture HD 60 und da zeige ich euch dann auch ein Auspackvideo und wie sie angeschlossen ist und bla und überhaupt und sowieso. Ich mache auch einen kleinen Vergleich zwischen dieser Elgato Game Capture, der alten Game Capture und der 60, also der HD 60. Ich habe mir den jetzigen Zeitpunkt für das Video ausgesucht. Ihr merkt, ich bin auch ein bisschen aufgeregt ist er wieder und hat da sich wieder viel vorgenommen. Ein bisschen aufgedreht wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wach geblieben oder Energies getrunken oder weiß ich nicht. Aber, schön Würfelzucker gelutscht. Aber ich muss mal sagen, diese Energies, die haben doch bei Rainer eigentlich keine Wirkung mehr, oder? Nein, das ist, glaube ich, wirklich nur noch der pure Zucker, den er braucht. Kennst du dich da aus? Ich meine, also, ich weiß nicht, wenn du so Energies trinkst und das nie machst, dann hat das ja schon eine Wirkung auf den Körper. Aber wenn du regelmäßig machst, du gewöhnst dich doch da dran, oder? Ja, das ist wie mit Kaffee. Irgendwann ist es dann nur noch eine Kopfsache, weil das Koffein dann nicht mehr wirklich kicken kann. Da kommt's, das geht ganz tief in die Materie. Dann kommt es doch dran, wann du das trinkst und wie. Aber nee, also ich glaube, bei ihm hat das wirklich gar keinen Effekt mehr. Nur noch der Zucker. Das ist wirklich nur noch der Zucker, den er braucht. Ja, okay. Ja, gut. Ein bisschen haspelig. Das liegt daran, dass auf der einen Seite mein Essen gerade kocht. Auf der anderen Seite möchte ich unbedingt weiter ans Game und weiter zocken. Und ich habe jetzt schon zwei Titanen gemacht. Den Vogel und den Elefanten. Habe ich jetzt schon gemacht, sau cool. Wobei ich sagen muss, dass ich beim Vogel ein bisschen enttäuscht war wegen, fehlenden Cutscenes, die bei dem Elefanten, ich sag nicht, welche Völker das sind und so weiter. Bin beim Elefanten, war ich sau überrascht, sau coole Cutscenes und alle. Er kann so gut beschreiben, oder? Ja. Das erinnert mich wieder an diese Marvel-Videos. Ja. Wahnsinn, als wäre man dabei. Ich muss ja sagen, ich habe Salat Breiter Wind auch gespielt, auch, wie gesagt, ein nices Game, aber ich weiß auch, was er meint, aber wirklich seine Beschreibkünste sind einfach wirklich 10 von 10. Also der Elefant und der Vogel, ihr wisst schon. Ihr wisst schon Bescheid. Aber beim Vogel kam das irgendwie gar nicht. Also bei dem riesigen Vogelfiech bin ich mega enttäuscht, muss ich sagen, weil da hätte man eigentlich einfach mehr rausholen können in dem Fall. Ich habe die Komplettauflösung mir bestellt gehabt. War ja klar. Aber nach 3 Tagen, dein Ernst? Ich kann nicht mehr. Doppelpunkt D. Die werde ich vermutlich auch morgen bekommen. Ich habe allerdings jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich jetzt bei diesem Spiel. Ich mach's mal so, Moment. Machen wir mal so. Das sieht man nicht wirklich viel. Also zumindest sollte das nicht so spektakulär sein. Ich bin jetzt hier am. Ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Oh nein, ey. Ach, ey, Leute. Kannst du nicht aussingen? Ich bin jetzt hier am, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ey, es juckt. Jetzt noch, nee, wirklich, es hätte nur noch gefehlt, dass er jetzt anfängt zu spielen und vergisst, dass er aufnimmt oder so. Ja, so dann 2 Stunden. Ach, scheiße, Leute. Ja, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ey, aber was ist das? Es interessiert niemanden, wo du gerade da bist, Rainer. Hä? Nein, überhaupt nicht. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Ah, Aber das das ist. ist auch eine seiner Superkräfte. Er kann erzählen und man kann ihm nicht mehr folgen. Nee, nee. Wirklich, ich verstehe das nicht. Wenn, er müsste doch selber merken, er schafft es nicht, beim Reden auf andere Themen auszuweichen, weil er dann diesen roten Faden verliert. So, und dann schweift er immer wieder ab und das ist so anstrengend, ihm zuzuhören. Auch wenn er im Stream anfängt, irgendwie, keine Ahnung, zu erzählen von seiner Familie. Und dann kommt er aber irgendwie nebenstrang technisch auf die Hater. Und dann redet er über die Hater. Und dann redet er über drei andere Themen. Und dann sagt er, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal sagen? Weiß ich gar nicht mehr. Ach Mann, ey, Oh, wirklich. herrlich. Ja, ich liebe Unglaublich. es. Es bereitet einem körperliche Schmerzen. Ja. Boah, ich will weiterzocken. So, Fakt ist auf jeden Fall, dass es ein saugeiles Spiel ist. Ich werde demnächst mal mit Zahlen um mich schmeißen. Das mache ich aber nicht heute, weil ich jetzt überhaupt nicht der Laptop ist nicht mal an. Der Laptop, Leute, der ist nicht einmal an. So, ich wollte jetzt mal eben einen Blick in die Wohnung erhaschen. Wunderschön, okay. Man sieht leider nicht ganz so viel. Nee, leider nicht. Hier, der ist den ganzen Tag nicht angewiesen. Es ist den ganzen Tag nur die Wii U gelaufen und der große Rechner, der aktuell da drüben steht. Und ich muss jetzt zu meinem Essen. Das Video hier werde ich im Laufe des heutigen Abends noch schneiden, rendern und hochladen. Seht es als kleinen Ersatz für den Dragon Monday. Frank Monday kommt heute nicht, leider. Was Aber es ist willst ja du da? ein wunderschöner Ersatz. Ja, toll. Was willst du da schneiden, Rainer? Was schneidest du denn da? Hä? Du, Ich der fügt verstehe das es doch nicht. locker, wirklich, der fügt das doch locker nur ein. Weiß ich nicht. Cuttet eventuell den Anfang und das Ende ein bisschen zurecht und dann rendert er das durch. Also der tut ja so, als ob der da noch drei Sketche reinschneiden würde oder so. Ja, es ist aber harte Arbeit, das vergisst du immer, Ja, ne? das Ich ist harte meine, Arbeit. es gibt natürlich auch Let's Player, die machen das richtig toll, ne? Die schneiden da so Best-of-Zusammenschnitt oder so, aber Ja. das schafft Rainer ja nicht. Du meinst, wie du sagst, Anfang weg, Ende weg und dann reicht es. Der hat die kognitiven Fähigkeiten dafür gar nicht. Ach. Nein, nein, überhaupt nicht. Den ich momentan nicht in der Lage bin zu machen, weil ich schlicht und ergreifend einfach zu sehr an diesem Spiel hänge. Stellt euch mal darauf ein, dass es mindestens 2 Wochen dauern wird, bis wieder aktiv was kommt. Wobei ich dazu sagen will, ich will mich auf jeden Fall darauf konzentrieren, dass ich nächste Woche den Dragon Monday schaffe. Also heute in einer Woche soll auf jeden Fall Er will ihn schaffen, ist Er will ihn super. schaffen, er nimmt es sich vor, ja. Ein Dragon Monday kommen. Aber wie IJ Anuma gesagt hat, gut, das war jetzt ziemlich viel Info. So Leute, ich bin gerade am Essen und am Let's Play schauen natürlich Zelda Breath of the Wild. Und ich kriege gerade einen Schreikrampf. Kleiner Spoiler, Achtung, nicht hinhören, wenn es jemanden wissen will. Es ist kein verdammter Apfel bei dem Grillteller. Es ist ein Fisch, eine Chili und ein Wild. Ich kapiere nicht, warum keiner auf Fisch kommt. Es steht drinnen keine Pflanze. Und ein Apfel ist eine Pflanze. Ist der aufgeregt, ey? Ja. Und Ja. da hat er mal ein Thema, wo er auch mal so ein bisschen was zu sagen kann. Ich meine, es juckt halt natürlich keinen. Ne? Also, es geht darum, dass irgendein Gericht gekocht wird. Das check ich auch, aber halt auch noch, weil ich das Spiel gespielt habe. Es geht darum, dass irgendein Gericht gekocht wird und wie man das macht. Und da kann Rainer mal wieder flexen mit. Aber überleg mal, du kannst nur damit angeben. Oder du kannst nur dazu was sagen. Was sagt das über dich aus? So Eine ungefähr. Menge. Oder Das. er kann natürlich auch mit seinen WoW-Mounts, konnte er ja auch gut flexen. Oh Gott, ey. Ah, schön. What the f? Ich raste gerade aus, ey. Das ist un Ich unterstelle ihm mal, er hat selbst gar nicht rausgefunden, sondern hat es irgendwo gesehen und möchte sich jetzt wieder feiern, dass er das selbst herausgefunden hat oder Ja, so. die These würde ich unterstützen, definitiv. Das Kein klingt für mich realistisch. Der kommt auf den Fisch! What the fuck? Zum Glück lässt sich der Lord der Drachen zu keinem Sternzeit triggern. So, nochmal eine kurze Info, weil ich jetzt drei Kommentare gelöscht habe und der vierte war, du hast es wohl im Internet gelesen. Nein, ich habe es nicht im Internet gelesen, denn ich bin verfickter 4 Tage schlicht und ergreifend nur, nee, 5 Tage, ich bin nur am Zelda zocken oder jetzt gerade am Let's Play gucken. Junge. Warte mal, hat er da Hast aus. du das gesehen? Hat er. Ist der da aus dem Topf so? Oder hab ich. Ja, Was? er ist einfach aus dem Topf. Oh Gott. Was?
Soll ich mal gucken? Soll ich mal, Ja, warte mal, ich gerne, versuche gerne, mal gerne, eben. gerne. Wenn du da ein gutes Stadtbild kriegst, das ist ja super. Zelda zocken. Oder jetzt gerade am letzten Ah, verdammt. Play. Ja! Da, so perfekt. Ja, wunderbar, wunderbar. Du bist super. Also, was sehen wir? Natürlich der Zucker und der Energy. Und er ist einfach. Er lässt es sich richtig gut gehen, wa? Das ist ja wirklich unglaublich. Überleg mal, du bist. Also, ich weiß nicht, vielleicht machen das manche Leute. Ich will da jetzt gar keinen Vorverurteilen. Schreibt das gerne in die Kommentare, aber ich finde das schon ein bisschen befremdlich. Du machst dir dein Essen da drin und anstatt dir was auf den Teller zu machen, halt eine Portion oder so, nimmt er sich den ganzen Topf damit hin. Hä? Weiß Ey, ich nicht. wirklich, wie das da aussieht, ne? Guck mal hinten die Steckdose, die Ja. Fensterbank, dieses, ich weiß nicht, Möbelstück. Das Mhm. ist alles einfach nur wild. Und dann, was gibt's denn da überhaupt Leckeres? Das sieht rötlich aus, Gulasch oder Ja, wie so so? ein Topf oder so, ich weiß nicht. Mmh, der Lord hat gekocht. Ah, lecker. Und ich mache nichts anderes im Moment. Und ich habe das nicht nötig, im Internet zu gucken. Wenn da steht, es ist keine Pflanze, es ist kein Gemüse, es ist kein, was war's, es ist kein Geflügel. Es gab, glaube ich, noch ein paar andere Kriterien. Wenn da die Kriterien stehen, dann brauche ich nicht im Internet nachschauen, weil ich nicht so hirnverbrannt bin, Obst für etwas zu halten, was es nicht ist. Was? Was erzählt er da schon wieder für Das einen ist ja Blödsinn? ganz wild, ganz wild. Ja, 58 IQ, glaube ich, passt so. Ist so. Ja, Also. mich wundert, dass das er bis heute nicht damit angibt, ne? Wenn er jetzt so am Bahnhof sitzt und die Leute noch anbrüllt, ich habe damals bei Zelda das Gericht gekocht, ohne das zu wissen. Nämlich keine Pflanze. Wie auch immer. Ich bin der. Sehr schön. Wunderschön, wirklich. Ey, und ist, das Beste ist, weil er gerade sagt, er ist so gut in dem Spiel. Es gibt einen wunderschönen Zusammenschnitt vom dritten Boss da, wo er nur am Ausrasten ist. Sag ich, herrlich. Ja, aber eins kann er, also Computerspiele spielen, das kann Rainer ja. Also da ist er ja wirklich ein Gott. Er ist Egal wirklich ein Gott. was. Was er anfasst, alles wird zu Gold. Was, Ist so. zumindest was Computerspiele angeht, sag ich, unglaublich. Der spielt Dark Souls wahrscheinlich auch mit verbundenen Augen durch. Ja, und mit Gitarre. Ja, und Dancepad und so. Oh, Oh stell ja, dir mal Rainer einen auf auf der so ein Dance. Tanzmatte, ey, oh Ja. Gott. Schön. Okay, super. Wunderschönes Video, wirklich. Ich habe mich wieder Ja. sehr gut unterhalten. Ja, wunderschönes Endbild hier auch, zauberhaft. Ja, wirklich, schöne Prinzessin auf jeden Fall. Gibt es noch mehr Teile davon? Ja, ich glaube, ein oder zwei müsste es noch geben. Dann werden wir uns die wohl auch noch immer mal reinrennen müssen. Wie Oh, ein Traum. heißt denn der Kanal? Useldinger. Schaut auf jeden Fall gerne mal da vorbei. Ist natürlich auch wieder unten verlinkt. Und ja, danke fürs Zusehen. Shop auch beim Rübenfuchs vorbei, logischerweise. Haut rein. Ja, sehr gerne und ich danke dir. Ja, gar kein Problem. Metal off. Metal of.